willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 23 mit der Karriere beim 1. FC Köln. Ja, wir haben 5:0 gegen Werder Bremen gewinnen können, zum Glück. Und spielen jetzt als nächstes gar nicht mehr, weil die Winterpause jetzt anfängt. Und wir spielen die Winterpause durch. Das heißt, wir spielen die 2 Wochen Trainingslager, sag ich mal auf gut Deutsch. Und danach ist die Winterpause ja wieder vorbei. Also heißt, dieses Video gibt es überhaupt kein Spiel. Wird halt nur Winterpause gemacht und eingestellt und alles und so. Und ein bisschen was erzählt. So, wir haben 3 neue Nachrichten, gucken uns die mal an. Jugendspieler entdeckt, gucken uns den Kameraden mal an. Das ist der Felix Röcker. Bist aber keine große Leuchte, du darfst nach Hause gehen. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Nee, nicht entlassen. Nach Hause dackeln. Auf Wiedersehen. Mannschaft der Woche. Schwäbe, Olesen, Thielmann. Schöne Weihnachtsfeier. Gegenseitig Hintergrund verfügbar. Sehr schön, mein Freund. So, gucken wir uns mal an, wen wir verkaufen wollen. Zukünftige Wechsel. Was haben wir da? 2 Stürmer. Ah, alles klar. Und 3 zentrale Mittelfeldspieler. Okay. Gucken wir uns die Kameraden mal an. Das sind 2 Stürmer. Müssen wir mal gucken. Erste Mannschaft. Wir haben hier 3 Stürmer. Das ist der Waldschmidt, Adamian, Thielmann. Gut. Dann geht der Meiner weg. Und der Duda, der Lindenmeiner geht weg. Und der Florian Dietz geht in die Reserve. So, da haben wir 3 Defensive oder 3 Zentrale. Breuer geht in die Reserve. Duda wird vertickert. Und Wüder geht auch in die Reserve, alles klar. Also, die Breuer geht in die Reserve. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Wüder geht in die Reserve. Paris, Athen, auf Wiedersehen. De Celinho geht in die Reserve. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Diskus. So, Lindenmeiner wird vertickert. Transferangebot ändern. Transferstatus ändern. Jawohl, 16,5 Millionen. Den nehmen wir an. Und Onkel Duda wird auch vertickert. Transferstatus ändern. Immer 7,5 Millionen, ja, sagen wir 8 Millionen. So, Duda geht in die Reserve. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Meiner geht in die Reserve. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So, mal jetzt mal eine kurze Reihe, die Aufstellung. Transfermarkt. Blickfeld, Mané, den kaufen wir für die Reserve. Für 2 Millionen. Das ist gut, da kann ich noch einen aus der Reserve vertickern. Collins versuchen wir mal zu kriegen, kriegen wir aber nicht, okay. André Duda vertickern wir. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Kriegen wir auch 8 Millionen für. Sehr schicki. Meiner vertickern wir auch. Kriegen wir auch 16,5 Millionen. Sehr gut. Gibt es ein bisschen Kohlen. Dann vertickern wir einen aus der zweiten Mannschaft. Ein Verteidiger. Mal gucken, wem. Den? Nein, Schneider auf keinen Fall. Örnek.
Oder Özkan vertickern wir, weil der sch am schwersten ist. Transferstatus ändern, auf die Transferliste schmeißen. Für 30.000. Mir geht es um das Gehalt mehr, nicht um die Ablösesumme. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So, mal gucken. Gucken wir mal an, wen wir da haben. Transfermarkt, Blickfeld. Özkan geht auch. Super. So muss das sein und nicht anders. Alles klar, Herr Kommissar. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Wer ist Weltfußballer? Mohamed Salah. Benzema Zweiter, Erling Haaland Dritter. Ja, so ist das. 8 Millionen, 5 Millionen. Ey, wir wollen 8 Millionen haben. Ja, Mané kriegt erstmal einen Vertrag. Angebot. Durch den 5-Jahres-Vertrag plus 2 Jahre Option. Plus ein Jahr zusätzliche Verlängerung, wenn er 10 Spiele macht. Yes, very well, Blech. So, meiner. Dankeschön. 30.000 kann er haben. Jetzt ab. Nein, nein, hinein. Ab ins Trainingslager, meine Freunde. Hello, my friend. Stay a while and listen. 10,5 Millionen, ne. 16,5 will ich haben. Senkrechtstarter Starter der Saison ist einer von uns drin, Olesen. Ja, mal gucken. Meiner. Mané kriegen wir schon mal. Duda nach Hamburg, aber erst aber für 8 Millionen, nicht für 6 Millionen. Für 8 Millionen geht da, für 14 Millionen, nein, nein, 16,5 Millionen, jawohl. Also was wir gefordert haben, kriegen wir auch. Gar kein Problem. So, Meiner. Duda wechselt, Meiner wechselt. Sehr gut. Für die Summen von 8 bzw. 16,5 Millionen. Mal gucken, wen haben wir denn da? Zweite Transferperiode steht an. Ja, ist ja schön. Borussia Mönchengladbach hat Interesse an mir, aber ich nicht an Borussia Mönchengladbach. Jugendspieler erreicht ein Trainingsziel. Sehm erreicht ein Trainingsziel. Gucken uns den Kameraden mal an. Ja, Robustheit. Du bist bestimmt ein Verteidiger. Genau, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Micha Häuser verletzt. Schön für ihn. Schade für, oder schade für ihn, besser gesagt. Dennis Hussein Basic verletzt. Wadenbeinbruch. Na tolle Wurst. Fällt für 10 Wochen aus. Na, dann haben wir ein Problemchen. Naja, egal. So. Özkan wechselt nach Hamburg, Bonner SC. Meiner wechselt nach Freiburg. Andrei Duda wechselt nach Glasgow Rangers. Filippo Mané kommt zu mir in ihre, für die Reserve. Scout-Hinweis. Was haben wir da für einen? Wuppertaler SV interessiert aber keinen. Filippo Mané akzeptiert, ja, das wissen wir schon, haben wir schon gesehen. Burschis. Und let's go. Ja, so ist das. Muss er sich ausgerechnet das Wadenbein brechen. Der arme Kerl. Naja, dann ist das so, kann man nichts machen. So. Assistent bietet Hilfe an. Never. Kilian hat sein Trainingsziel erreicht. Das ist sehr gut.
So, jetzt kann er Grätsche trainieren. Und Damian hat sein Trainingsziel erreicht. Ist auch nicht schlecht. Weiter geht's. Trainingslager ist beendet. Ist sehr schön, Jungs, Burschis. Wir gehen eine Runde golfen und ab ins die Trainingswoche mit euch. Also wir müssen noch mal gucken, ob wir hier irgendwas ändern müssen. Nein, alles gut. Und weiter geht's. Oh, wir haben einiges in Jugendcamps entdeckt. Mal gucken, was wir da haben. Da haben wir ja einiges. Sie kriegt Baufortschrittstadion. Baufortschrittstadion. Ja. Jugendspieler erreichen Trainingsziel. Neue Idee für Fanartikel. Bereit zur Markteinführung. Spielerfeier. Jugendcamp entdeckt. Ja. Mal gucken, was haben wir denn da? Jugendcamps. Aber defensives. Oh, Torwart. Dann kann man den Schwäbe verzickern. Der Hohn kommt hoch. Aber erst zum Ende der Saison. Ne? Also nicht jetzt verzickern, sondern Ende der Saison. Kamps, Linksverteidiger. So, gucken wir mal. In Deutschland lassen wir mal Freistöße trainieren. Achten wir auf Freistöße. So, in wo bist du? In Bern lassen wir Ecken. Gucken wir auf die Ecken. In Österreich. In Wien. Gucken wir auch auf Ecken. Ecken, Jungs. Let's go. So, dann gucken wir uns die Jugend mal an. Die Jugend forscht. So, dann haben wir einen defensiven Mittelfeldspieler, der wird aber zum zentralen Mittelfeldspieler umtrainiert. Freistöße. Jimbo. Du kriegst einen neuen Vertrag für nächste Saison. Jetzt ist ein 3-Jahres-Vertrag. Vielleicht können wir den in 3 Jahren verlängern und dann ist er wahrscheinlich besser. Nächste Saison. Erste Mannschaft, 3 Jahre. Paris, Athen auf Wiedersehen. Den Hohn packen wir nächste Saison in die zweite Mannschaft. Es wäre Wirblech. So. So, der Torwart soll seine Sachen trainieren. Alter, ist er stark. Gucken uns immer einen Abschlag rein. Stellungsspiel. Flugparaden. Mann gegen Mann. Und Reflexe.
So muss das sein und nicht anders. Guck mal, meine B-Jugend. Wir haben einen Linksverteidiger und einen defensiven Mittelfeldspieler, Hager. Okay, der Linksverteidiger trainiert auch Linksverteidiger-Sachen. Boschis, 65 Zweikampf, 66 Grätsche, 62 Ausdauer, 69 Flanken und 74 Schnelligkeit. So. So, der Hager trainiert zentrales Mittelfeld. Und Freistöße. W für wichtig. Hager ist auch Stammspieler. Muss aufgestellt werden im zentralen Mittelfeld. Und kriegt Privatlehrer. So, der kommt zu Linio. Der wird auch linksverteidige Sachen trainieren. Haben wir gemacht, okay. Der kann nach Hause gehen. Der Ibrahimov kann auch nach Hause gehen. Der Hager hat zentrales Mittelfeld. Dann machen wir erstmal hier ein auf dicke Hose. So, dann kann der Kenzig nach Hause gehen. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So, müssen wir mal gucken. Ja, der Rest kann alles so bleiben, wie es ist. So, kann der Neufeld nach Hause gehen. Alter, Kampf wird Stammspieler. Nach Hause gehen. So muss es sein. So ist es richtig. Nach Hause schicken. Das nach Hause gehen, Freundchen. Frick darf auch nach Hause gehen. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Noll darf auch nach Hause gehen. Und der Lanius darf auch nach Hause gehen. Und Diskus, mein Freund. So muss das sein und nicht anders. So muss das sein. Heppa, zackig und frohlocket. Du gehörst mir, mein Freund. Hattrick von Jan Thielmann. So muss das sein und nicht anders, Jungs. Boschis. So, haben wir einige bekommen. Finn Becker, der bleibt bei Papa. Arne Meyer bleibt bei Papa. Jonas von Bocha bleibt auch oben. Downs bleibt auch oben. Philipp Manet geht runter in die Reserve. Halt, erstmal Trainingsziele machen. Nein, erstmal Vertrag verlängern. Sprich, die Option ziehen. So, Manet. Ich ist mit Trainingsziele. So, mal gucken, wo er nicht so prall ist. Dann nehmen wir die Grätsche.
Manndeckung. Zweikampf. Antritt. Und Sprungkraft. So, dann macht er mal noch hier einen auf Innenverteidiger. Becker wird zentraler Mittelfeldspieler. Burkhardt kommt im Sturm. Und Selke kommt auch im Sturm. Und Meier kommt ins zentrale Mittelfeld. Und Arne Meier. Ja, Wittig und Arne Meier kommen ins zentrale Mittelfeld. Und Downs kommt auch ins zentrale Mittelfeld. Paris, Athen, auf Wiedersehen. So. Wittig geht in die Reserve. Aber erst mal müssen wir dem ein bisschen Trainingsziele geben. Dann kriegt er erstmal Freistöße. So, 54, 57, 58, 59. Wir haben keine Option angeboten. Geht ja in die Reserve. Paris, Athen, auf Wiedersehen, mein Freund. Mané. Paris, Athen, auf Wiedersehen, mein Freund. So. Jetzt passt das. Nummern. Burkhardt kriegt die 11. Meier kriegt die 7. Downs kriegt die 20. Und Revanche Waldschmidt kriegt die 10. Selke die 9. Adamian die 21. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Genau so muss das sein. So, machen wir nochmal Mannschaftsumstellung. So, Köbbing ist drin. Wieso ist Köbbing drin? Mit Schwäbe so rein. Hupe. So, gucken wir nochmal nach den Trainingszielen. Schwäbe ist okay, kann bleiben. Hector muss verlängert, also muss verbessert werden. Machen wir. Thielmann muss auch noch trainieren. Thielmann muss auch noch andere Sachen trainieren. Müssen wir mal gucken, Robustheit. Torischer, Schusskraft, ja, Torischer, ja, und wie die Kopfballpräzision ist, ja, Kopfballpräzision, ganz wichtig. So. Weiter der nächste, Adamian kann bleiben. Hübers kann auch bleiben. Schmitzebilla. Schmitzebinho kann erstmal ganz nach unten. Robustheit. Dann haben wir Kilian. Kann bleiben. Chabot kann bleiben. Olesen muss verbessert werden. Lange Bälle. Soldo kann bleiben. Pedersen kann bleiben, Hussein Basic muss verbessert werden, weil das eh gerade verletzt, kann ich im Moment nicht trainieren.
Wird dann wieder besser werden, wenn er wieder fit ist. Den lassen wir auch so lange hier oben. Köpping kann bleiben. Waldschmidt, Schusskraft, Torischer, Robustheit, Stürmer. Ja, kann bleiben. Doherty kann bleiben. Downs, der wird zentraler Mittelfeldspieler. Ja, zentraler Mittelfeldspieler. Mein Freund. Trainierst noch Freistöße. So, und dann gucken wir uns nur die Sachen an, die du nicht so gut kannst. Zweikampf zum Beispiel. Nee, nicht Zweikampf. Stopp. Kannst du gar nichts machen. Müssen wir warten, bis er zentraler Mittelfeldspieler ist. Na gut, dann kommt Burkhardt, der Stürmer. So, auch nur Stürmer-Sachen trainieren. So, kicken wir mal. Ja, Kopfbälle. So, dann Volleys. Torischer. Schusskraft. Und Antritt, weil es so schön ist. Der nächste bitte. Arne Meyer. Zentraler Mittelfeldspieler. Der trainiert primär erstmal Freistöße. So, und da sieht es auch gut aus. Ballkontrolle. Ausdauer. Kurzer Pass und lange Bässe. Sehr gut, mein Freund. Finn Becker ist auch ein zentraler Mittelfeldspieler. Jawohl. Der soll Freistöße trainieren. Dann Ausdauer. Lange Pässe, kurze Pässe und Ballkontrolle. So, also genormt Selke soll Torischer trainieren. Halt, Onkel Torischer habe ich gesagt. Volleys, Schusskraft, Kopfballpräzision und Schnelligkeit. Und dann haben wir durch. So. Damit wären wir durch. Da müssen wir jetzt noch gucken. Trainingsgruppen. Ja, das passt alles. Sieht auch sehr gut aus. Wir lernen nochmal das langfristige Training alles. So, individuelle Spieler passt auch. Alles klar, Herr Kommissar. So, erste Mannschaft. Ja, müssen wir Finanzstatus ändern. Gehälter auf 5,5 Millionen. Das heißt 1,5 Millionen hier runter, hier 1,5 Millionen drauf. Dann müssen wir 20 Millionen von Transfers runternehmen und 20 Millionen auf Baukosten drauf. Jetzt nur noch 9 Millionen, ja, 9 Millionen von Transfers runter.
Ja, passt ja. Passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Sehr gut. So, das hätten wir auch geregelt. Dann gehen wir in die Finanzstatus. Machen eine Mitgliederkampagne. Entschuldigung. Oh, meine Güte. Heute habe ich auch mit den Nieserei. Ist der Wahnsinn. So. Das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder zum Spiel gegen den FC Bayern München im Videotextmodus. Bis Montag dann. Ciao, ciao.